Papst Franziskus ist am Freitag zu einem offiziellen Besuch in der Mongolei eingetroffen. In dem überwiegend buddhistischen Land sind nur etwa 1450 Menschen katholisch. Der Vatikan hofft, dass der Papst als Vermittler zur Verbesserung der schwierigen Beziehungen des ostasiatischen Staates zu China dienen kann. Der 86-jährige Pontifex wurde am Flughafen der Hauptstadt Ulaanbaatar von Regierungsvertretern und Führern der katholischen Gemeinde empfangen. Ehrengardisten standen bei Ankunft Spalier. Das offizielle Programm des viertägigen Besuches beginnt am Samstag, wenn Franziskus vor Regierungsvertretern und Diplomaten spricht und ein Treffen mit dem mongolischen Staatspräsidenten geplant ist.